Auf der Suche nach seinen Freunden trifft Marvin endlich Serena wieder. Sie führt die Gruppe nach Antiquia, wo sie erfährt, dass Veronica Yggdrasils Sturz nicht überlebt hat. Sie hat sich geopfert, um ihre Gefährten vor der Katastrophe zu beschützen, die Hachimors Wiedergeburt hervorgerufen hat. In ihren Gedenken wird eine feierliche Zeremonie abgehalten. Und während die Bewohner von Antiquia trauern, erzählt Nathan der Gruppe von Ketos, der heiligen Kreatur, auf deren Rücken Edwin einst durch die Wolken stieg. Außerdem verspricht er, eine Möglichkeit zu finden, Ketos herbeizurufen. Die Gruppe zieht sich in die Herberge zurück, um das Ergebnis seiner Nachforschungen abzuwarten. Doch Marvin findet keinen Schlaf. Als er nach draußen geht, trifft er die auf ihrer Harfe spielende Serena. Sie erzählt ihm, wie traurig sie darüber ist, nie die gleiche Entschlossenheit erlangt zu haben wie ihre Schwester. Schwört aber, nach ihrem Tod und ihren eigenen Weg zu finden. Mit diesen Worten schneidet sie sich ihre Haare ab und sagt Veronica ein letztes Lebewohl. Wie als Antwort fließt Energie aus Veronicas Stab und verleiht ihr alle Kräfte ihre Schwester. Und damit begrüße ich euch mit Tränen in den Augen zur neuen Folge Dragon Quest 11 Schreiter des Schicksals. Ja, letzter Part war ziemlich krass. Wir sind in Antiquia angekommen und haben herausgefunden, dass Veronica den Sturz nicht überlebt hat. Und das war wirklich ein harter Schlag ans Gesicht, weil ich habe das absolut nicht erwartet. Jetzt folgt uns Serena auch hier. Dann ist die Haare geschnitten. Er sieht nicht uns. Sieht scheiße aus, finde ich, aber egal. Wenn es ihr gefällt, also halt zu machen. Ist halt ein Zeichen von, hey, neuer Lebensabschnitt für mich. Ich meine, kennt man ja aus japanischen Spielen. Siehe Lily, Final Fantasy 9. Und, ja. Jetzt gehen wir hier mal zum Bergeskipfel. Ich bin gespannt, was jetzt hier abgeht. Und, hoffe mal, dass, ja, keine Ahnung, wir jetzt hier wirklich rausfinden, wie zum Teufel wir eben mit Ketos reisen können, oder was auch immer. Oder, ja, wie wir allgemein zum Schloss von Akimo kommen. Aber, wisst ihr, was mir noch trauriger stimmt? Dadurch, dass jetzt Serena Veronicas Fähigkeiten hat, ist eigentlich bestätigt, dass sie halt nicht wiederkommt. Dass sie jetzt wirklich definitiv tot ist und nicht irgendwie durch irgendwelche Zauber oder sowas noch wiederbelebt werden kann. Und das finde ich halt echt hammermäßig krass. Aber okay, was geht jetzt hier ab? Ah, there you are. So glad you could finally join us. Yggdrasil blessed me with another vision in the night. I saw Veronica standing upon this very ledge. It is known as Luminary's Landing. When Erdwin descended from the heavens after facing the Dark One, this is where he alighted. And this is the Calamus Flute. In my dream, Veronica played upon it. It once belonged to the great sage Serenica. She left it in Arborea on her final visit, the day after the Dark One finally fell. I gave it to Veronica as a memento of her heroic ancestor. And yet, when I awoke this morning, there it was, upon my pillow. It is a sign. The flute will reveal the path you must tread. Serena, my child, if you would be so kind. Of course. I think I must be doing it wrong. But if Veronica was playing it in Father Benedictus's vision, it must be the key. Can you try, perhaps? The mark! It's glowing! Oh,
fishing rod? I fear it is I who am seeing visions. You got a bite! Oh, go on, darling! Reel it in! As I suspected. It was upon her back that you rode in my dream. The sacred conveyance of the luminary, Cetacea. It seems that she heeds the call of the flute. You must play it whenever you require her aid. Go, luminary. And seek out the floating island. It is the world tree's will. Whatever awaits you there will surely aid you in the fight against the Lord of Shadows. Do not let Veronica's sacrifice be in vain. Now, play. Oh mein Gott. Das ist ja cool. Das ist ja quasi, ja, wie man es halt kennt, so ein Luftschiff. Bloß, dass es kein Luftschiff ist. Holy shit, wie geil ist das denn? Wir können auch schneller fliegen. Kann ich jetzt einfach hier irgendwie landen oder so? Nur an den gelben Punkten oder... Sieht so aus. Wahllandeplatz. Mach mal. Nur um das mal kurz zu gucken, wie das aussieht. Ey, wie geil ist das denn? Ah, das sind... Okay. Ah, das sind aber sogar neue Orte hier. Hier waren wir bisher nicht. Nein. Dann müssen wir uns auch mal hier ein bisschen umgucken. Würde ich sagen. Kunterbunter Kokon. Okay. Holy shit. Ich habe halt wirklich nicht erwartet, dass wir jetzt hier ein Luftschiff bekommen. Ganz ehrlich. Weil, klar, es ist ein Teil der Scherpetit. Da bekommt man sowas irgendwann. Aber ich habe halt null damit gerechnet irgendwie. Einfach, weil ich weiß nicht. Oh, hier, hi. Ich weiß nicht, irgendwie ist es halt so... Keine Ahnung, ich hatte echt nicht erwartet irgendwie. Ja, aber das sah voll geil aus, das Fliegen. Und ich liebe, by the way, ich liebe wirklich die Musik, die dabei gespielt wird. Die ist echt cool. Das war auch voll geil, als das Fieder aus den Wolken geflogen kam. So, und wie zum Teufel komme ich jetzt von dem Bereich hier in den normalen Malmorwald oder geht das gar nicht? Ich weiß es nicht. Es sind auch neue Gegner, wie es aussieht. Ja, okay.
Ich würde jetzt sagen, dann beschäftigen wir uns die nächsten Parts. Das ist eine Metallhand. Dann beschäftigen wir uns die nächsten Parts wahrscheinlich mit den Sechskämpfer, okay. Mit den Luftschiff. Ich nenne es einfach mal Luftschiff. Wow, das trifft die nicht, okay. Auch wenn es keins ist. Und gucken mal. Hi. Gucken mal, was wir damit so machen können. Okay, warte mal, du heilst dich wieder selbst, sonst sieht das ganz böse aus. Und ich will auch noch mein Thea und so. So, ich versuche mal, viel mit dem Teufelsbeil wegzuhauen, wenn es denn trifft. Ruf dir jetzt wirklich so viel Verstärkung. Oh, nicht Wupp! Au! Was zum Teufel passiert hier gerade? Jetzt haut doch mal die harte Hand weg. Dankeschön. Nummer 1 schon mal weg. Das ist ja sehr schön. Dann. Ja, Metallhieb bringt eh nichts. Quadra, ich kann den auch keinen Schaden machen. Gehst du bitte mal für den Sechskämpfer. Du machst das Teufelsball auf die harte Hand. Und triffst natürlich nicht. Und du machst irgendwie jetzt mal kurz auf das Vieh. Und die harten Hände fliehen. Okay, cool. Deswegen hasse ich so Zauber wie Wupp, by the way. Komm, jetzt stirb. Danke. Das sieht man schon so ein bisschen in der Animation, ob das jetzt treffen wird oder nicht. Weil ich habe gerade gemerkt, okay, das wird jetzt treffen. Ich weiß nicht, wie man das einbildet, aber ich glaube, das merkt man einfach so ein bisschen. Yay. Au. Kälte-Kombo. So, perfekt. Puh. Wie viel EP? 70. Habe ich jetzt. Ich weiß, stand gerade eine 7 oder eine 4. Ich bin gerade komplett verwirrt irgendwie. War da gerade eine 7 oder eine 4? Jedenfalls war das sehr viel. Oh, klar, geil. Sehr viel Erfahrung. Holy shit. Oh mein Gott, ich weiß auf jeden Fall, wo man leveln kann. Alle bekommen auch ein Level ab, deswegen. Serena 44. Neuer Zauber sogar. Klar. Episch. Und hier kann ich halt auch nicht rein. Ich frage mich, ob man den Schlüssel bekommt. Weil ich glaube kaum, dass das Spiel jetzt noch so lang ist. Ja, okay, vielleicht ist auch erst Postgame-Content. Oh, schade an die normalen Hände. Ich habe jetzt schon gehofft, innerlich. Okay, Kälte-Kombo. Spring genau nicht um, schade. Das wäre geil gewesen. Ja, wie viel Schaden die vorhin einfach gegeben haben. Wie krass das einfach ist. Schaden, Erfahrungspunkte meine ich. So. Axt der Angst. Nee, Quatsch. Axt des Bösen. Ey, wie krass das einfach war. Nein! Oh, ich bin dumm. Ich bin so dumm. So dumm. Wie viele Erfahrungspunkte geben diesen normal? Ja, die normalen Sachen halt. Ey, wie krass. Okay, habe ich jetzt eigentlich hier. Moment, Teleportation. Kann ich mich jetzt hier hinporten zu diesem Punkt hier? Moment. Sieht aber nicht so aus. Nee. Oder?
Nee, ich glaube nicht. Okay, dann rufen wir mal ganz kurz das Vieh benutzen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Lamentea. Weil da waren wir halt noch gar nicht, seitdem die Welt untergegangen ist. Also was halt untergegangen ist, ihr wisst, was ich meine. Also so ziemlich untergegangen ist. Oh, wie cool die Animation ist. Aber die Musik, wie die einfach anfängt, das war so episch, als diese Musik angefangen hat zu spielen, dass viel da aus dem Boden kam. Also aus den Wolken. Das ist nicht aus dem Boden, was laberig. Das Ding erinnert mich, by the way, an Narisha aus Zelda Skyward Sword. Moment, wie viel haben wir jetzt eigentlich hier? Okay, einiges, aber da gehe ich jetzt noch nicht rein. Missionsverzeichnis. Können wir jetzt inzwischen eigentlich schon alle annehmen? Was ist Lamentea? Können wir... Ne, hier sind noch zwei neue. Ah, es ist aber auch Lamentea. Hier ist Nautica. Okay. Nautica. Aber ich dachte, nach Nautica können wir gar nicht mehr. So, okay, Moment. Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal nach Lamentea, wie gesagt. Und dann arbeiten wir uns systematisch durch. Aber was ist denn das hier? Schlachtfeld von Ketos. Weil das ist nicht die Insel, wo wir hin sollen. Was zum Teufel ist da? Wir hätten natürlich auch ein Achievement dafür, wenn man alle Säulen ansteuert, wo man mit Ketos hin kann. Gab es da für Schiff quasi auch. Das alte Schlachtfeld. Ist das vielleicht so ein Kolosseum oder sowas in der Richtung? Okay, hier komme ich noch gar nicht rein. Vielleicht ist das irgendwie so eine Art Kolosseum oder so. Ja. Auf den Plattformen gibt es sogar mal so eine extra Animation. Wie schön ist das denn? Wir müssen mal mit der Gruppe reden. Was die so zu sagen haben. Jetzt zu Ketos. Das ist echt krass. Also, Plaudern sind jetzt... Okay, schade. Ich wollte gerade sagen, sind jetzt auch... Ich hätte es cool gefunden, wenn die jetzt alle so auf Ketos draufgestanden hätten quasi, aber... Machen sie leider nicht. Okay, gucken wir mal, wo wir jetzt hier landen können. Also, da kommen wir auch schon mal an ganz andere Orte. Das ist alles so eingesperrte Bereiche, wie es aussieht. Aber das finde ich auch ein bisschen doof, wenn man da gar nicht so richtig in den ganzen Städten, weil man sich einfach nicht zu den Städten ganz normal hin dingsen kann. Wie komme ich jetzt eigentlich hier? Komme ich nach Lamentea wirklich nur mit einem Schiff oder was? Gibt es da keinen anderen Ort hier, wo ich hier hinkomme? Sieht nicht so aus. Ich finde auch dumm, dass das Vieh nicht stillsteht, sondern man halt wirklich nur irgendwie ich gehe mal nach Unsinn hier. Dass man halt wirklich nur quasi die Richtung steuern kann. Das heißt, das Vieh schwebt von alleine. Man kann halt nur steuern, wohin möchte ich jetzt. In welche Richtung. Und das ist teils ein bisschen schwer, sich damit zu orientieren, finde ich. Oh Mann. Gut, ich... Wo ist jetzt mein Schiff, wenn ich jetzt hier in Unsinn rausgehe? Wo ist denn da jetzt mein Schiff? Oder ist es da, wo ich das letzte Mal hatte? Wenn ja, wäre das mega nervig. Weil früher war es immer so, dass das Schiff halt wirklich an die Orte quasi... Ups. Geht, wo man halt, hin möchte und so. Also wo man sich hin teleportiert hat. Das war doch da bei Gondolia. Wie dumm ist das Ding gemacht? Och Mann, ey. Also allgemein, ich finde, das ist auch so ein kleiner Rückschritt, finde ich, im Vergleich zu anderen Dragon Quest Spielen, dass man sowas zum Beispiel gemacht hat,
Warum eigentlich nämlich nach Gondolia mehr teleportieren müssen? Oh, dass man halt sowas gemacht hat, dass man halt nicht wirklich direkt überall hin kann zum einen. Das finde ich ein kleiner Rückschritt. Also, dass man nicht überall anlegen kann. Sondern so feste Anlegepunkte hat. Und das mit den Säulen finde ich auch ein bisschen dumm, dass man halt nur an bestimmten Säulen quasi anlegen kann. Ich meine, es ist okay, wenn jetzt... Ja, okay, aber... Irgendwie ein bisschen schade. Ich weiß nicht. Also das mit mehr stört mich halt nicht so sehr, aber... Ich hätte wirklich gut gefunden, wenn es so wäre wie in den alten Dragon Quest Spielen, dass das Schiff wirklich da immer zu den Städten mit hinreist, wo man quasi sich hinteleportiert oder so. Aber so scheint es nicht zu sein und ist okay, ist okay. Dann ist es halt so. Okay, ich möchte mal, Moment. Hier sind eine Sache. Moment. Und zwar da. So. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Dann machen wir es jetzt auch mal hier. Und ich hoffe, die Zufallskämpfe... Nein. Kommen jetzt nicht so oft. Denn ich will jetzt kurz probieren, nach Nautica reinzugehen. Weil es scheint ja angeblich zu funktionieren, wenn es da Missionen gibt. Es kommt aber durch keine Monster. Das ist sehr schön. Ja... Man kann wirklich rein. Das ist ja praktisch. Man kann wirklich rein. Finde ich gut, dass es wieder geht. König Gustav. Okay. Auch wenn es nicht wirklich gesagt wird vom Spiel, hey, du kannst ja nach Nautica. Aber okay. Muss man halt selbst rausfinden. Ja, das ist mir schon klar. Nein. Das ist halt das Gute, weil wir jetzt eben wieder hinkommen. Ich frage mich jetzt, ist die Stadt irgendwie zerstört oder so? Sieht eben nicht so aus. Das ist halt der Witz. Scheinbar lebt die Königin auch noch und so, okay. Weil die Stadt wurde ja damals von dem Monster angegriffen. Falls ihr das noch wisst. Als sie da Fisch waren und so. Zu Beginn des zweiten Teils des Spiels. So, hier gibt es einen Waffenladen. Hast du irgendwas Geiles? Wow. Aber bist du das hier? Hier ist die Bank. Ha, keine Ahnung. Vielleicht kann man sich wieder in einen Fisch verwandeln und dann mit dem reden. Das wäre ganz praktisch eigentlich. Ich komme auch nicht zu der Mission hin, sehe ich gerade. Weil die ist da oben und da oben komme ich nur hin, wenn ich eine Strudel nutze. Aber runter zu einer Strudel komme ich gar nicht von. Hier, da komme ich halt nur als Fisch hin. Also man wird sich bestimmt wieder zu einem Fisch verwandeln können irgendwie. Schätze ich mal. Ja. Aber ich hoffe, das wäre jetzt wirklich praktisch, wenn man das so machen könnte, dass die Königin einen dem Zauber beibringt. Von wegen, hey, du kannst dich, ja, das ist der Text, den wir schon kennen. Du kannst jetzt in einem Fisch verwandeln. Das wäre voll praktisch. Aber wenn ich dafür immer zur Königin hin müsste, um mich zurückzuwandeln und wieder zu verwandeln, das wäre halt mega nervig. Ja, ich weiß, mach halt. Jetzt bin ich gespannt. Kommt jetzt vielleicht eine Cutscene oder so aus der Richtung? Nö. Also, das finde ich ein bisschen schwach vom Spiel. Dass jetzt nicht irgendwie was passiert hier. Weil, ich meine, wir haben damals gesehen, die Stadt wurde von den Vieh angegriffen. Was ist mit der Königin und so? Was ist alles los? Also, hat die Stadt richtig beschützt oder was? Aber gibt's Tod oder wie ist das? Ich meine, das Vieh haben wir ja besiegt dann am Ende. Weil das ist ja das Monster, was uns darauf vor sie angegriffen hat. Aber, egal. So. Okay, alles klar. Ist ja wirklich
komisch. Und wie kann ich mich jetzt zum Fisch verwandeln? Oder geht das überhaupt? Hallo? Ja, ich will. Ja, okay, es geht. Aber scheinbar kann man sich halt. Ja, okay, man muss immer daher. Finde ich halt echt nicht gut gelöst, weil das ist einfach nervig, aber. Okay. Es ist einfach nervig, das hätte ich mir anders gewünscht irgendwie. Kann ich eigentlich hier oben jetzt mal rein? Ha, kann ich. Das hätte ich mir irgendwie anders gewünscht, dass man das eventuell selbst bestimmen kann mit einem Zauber oder so. Aber. Nee, ich will jetzt hier hinten. Komm, okay, wir schwimmen nochmal dahin. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas oder so. Warum muss man hier drin so langsam schwimmen? Das ist so unnötig. Es ist so unnötig. Nö, schade. Wäre cool gewesen. So, na, schneller unterwegs? Nee, man kann ja einfach absinken. Aber schneller ist es nicht. Das Aufsteigen irgendwie schneller? Ich weiß es nicht. Ach, das war schon eine Zeit. Sehr gut. Wie lange ist der Part schon? Gott, schon 27 Minuten. Ich muss mich ein bisschen beeilen hier. So. Jetzt kann ich ja schon hier oben rausschwimmen. Da liegt ein Item. Ich hatte damals schon so ein bisschen Angst, dass man, wenn man hier irgendwas in Nautica vergisst, sag ich mal, irgendwelche Truhen oder so, dass man die ja nicht nochmal holen kann. Aber man kann hier nochmal hin, das ist gut. Und, ja, man kann auch wieder als Fisch werden. Ah, guck mal! Das ist ja praktisch. Warum liegt sogar ein Item rum? Nett. Da hier ein Erz. Gefällt mir. Dann nehmen wir jetzt mal die Quest an, würde ich sagen. Ist auch witzig, als damals der ganze Spaß passiert ist mit Veronica und so, die uns dann halt gerettet hat, hat sie uns scheinbar aus Versehen ins Meer geschmissen. Och Mann. Und die anderen sind eben da gelandet, wo sie gelandet sind. Und Erik hatte schon mal den Kopf angeschlagen und alles vergessen und so. Es ist jetzt fast 600 Jahre her, dass das königliche Terrarium gegründet wurde. Um dieses Jubiläum zu feiern, würde ich dir gerne ein neues Exponat zeigen. Ein Gegenstand, ich erst sah, als ich noch ein junger Schlüpfling war. Ja, vielmals auch, als ich die gefährliche Reise vom Strand zum Ozean antrat. Bla bla bla. Okay. Ja, was soll ich dir bringen? Ja. Okay, einzige Form. Tintenfisch und Tentakeln. Okay, ja, ich weiß, was es, was das meint. Das ist bei Lamentia die Kanone, glaube ich, oder? Ein besonderer Anlass. Oh. Okay, und wo ist die andere Mission hier in Nautica? Okay. Das ist Antiquia. Aber hier in Nautica muss irgendwo. Beim Schiffswrack. Oh, da ist kein Missionspunkt auf der Karte. So, gibt's eigentlich hier unten noch irgendwas?
Ich finde es aber echt geil, dass man jetzt wirklich die ganze Stadt quasi mit dem Schiff. Ah, hier unten ist gemeint, okay. Absuchen kann. Das finde ich echt cool gelöst irgendwie. Hallo, was geht ab? So, wir haben erst wieder Kumpel. Hat ihr so. Okay. Alles klar, was zum Teufel? Kannibalismus! Oh Mann. Das sind hier scheinbar, okay, das ist hier scheinbar ein Gericht oder was? Das ist spannend. Und bei dir hier? Ich würde gerade zu dem Angeklagten Meermann rechtlich beizustehen, das oberste Gebot von Nautica verletzt zu haben, so lautet sein Vergehen. Wie er selbst gestanden hat, sah mein Mandat ein leckeres Fischlein und ohne dies erst zu fragen, biss er einfach so hinein. Ich muss der Richterin nutzen, zeigen, dass er nicht von Grund auf böse ist und einen guten Kern hat. Nur als frisch gebackene Rechtsanwältin bin ich damit etwas überfordert. Okay. Ein Freispruch, wenn er einfach einen Mord begeht. Okay, alles klar. Natürlich. Siege des Souveräns. Alles klar. Star-Anwalt. Okay. Alles klar. Gut. Ja, das kann auch ein bisschen dauern, bis wir das mal machen irgendwann. Nein, Spaß. Wir versuchen dir natürlich so gut wie nur möglich zu helfen. Und so. Dass der Typ freikommt, natürlich. Obwohl er einfach einen Mord begangen hat. Okay, gibt es jetzt auch mal hier gerne Waffen zu kaufen? Ich würde jedenfalls sagen, das war's für den Part. Im nächsten Part machen wir hier noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Kompasskreuz, Schallstab. Oh, Sirenstab, geil. Bei Sirena. Aber der ist halt, die macht halt die magische Macht hoch. Wahrscheinlich dafür auch ihren magischen Angriff mega runter. Oh nein, hier ist der Mantel gewesen. Hätte ich mir den jetzt nicht gekauft, dann hätte Erik auch ein Aussehensveränderungsdings gehabt. Okay, dann machen wir es so. Hey, warum hast du denn deine... Ich konnte doch mal, mich mal mit zwei Sachen ausrüsten. Ja, ich wollte gerade sagen, warum geht das jetzt nicht mehr? Ah, es müssen die gleichen sein. Ach so. Ja, das ist halt... Ja, okay, es müssen die gleichen Sachen sein. Okay, ich bin dumm. Ja, aber der hat halt eine... Nee, mir ist die magische Heilkraft halt wirklich lieber, ganz ehrlich. Magische Heilkraft ist echt wichtig. Kannst du mit dem Stab eventuell was anfangen? Nicht unbedingt. Wow, okay, um einen Punkt die magische Macht runter, ein Angriff auch, aber die magische Heilkraft mega hoch, dann nimm den bitte. Ja, bitte. Kann ich hier irgendwas verkaufen, um eventuell genug Geld zu bekommen für das Korsaren-Ding? Hab ich irgendwas doppelt? Eine Faltenklinge habe ich doppelt. Ja, komm, einer davon kann weg. Nee, ich will nicht. Ich hasse es, Sachen zu verkaufen. Leichter Schild, komm, einer kann weg, ja.
Stahlbreitschwert. Ja. Ein Ledermann kann auch weg, meinetwegen. Ja. Habe ich hier irgendwas, was viel einbringt und was ich oft habe? Ach, hat der Evolution. Mithriat habe ich voll oft. Manchmal vier weg. Jetzt fehlt doch nicht mal viel. Goldbahn habe ich zweimal und die bringen 5000 ein. Platinerz habe ich auch oft. Ich hab's doch bald. Ich hier bei euch irgendwas. Sturmspeer. Ich hasse es halt, Sachen zu verkaufen einfach. Ich mag das nicht. Das ist halt echt dumm. Ja, dann kommt eine Falkenklinge. Nein, ich kann es nicht. Es stört mich. Ich kann es nicht. Nein, no. Eine Dornpeitsche weg. Die brauche ich eh nicht. Ja. Oh Mann, ich bin so blöd zum Drücken. Ja. Eine. Ja, bitte. Jetzt noch eine Sache, die 1000 Sachen einbringt. 1000 Gold. So also ein Gebetsring will ich nicht verkaufen, die sind wertvoll. Oh, wir hätten eine Feuerball. Ja, dann nehmen wir auch zwei mit Triarz weg. So, meine Güte. War jetzt vielleicht dumm, aber mir egal. Ich werde das Korsanhemd. Den Korsanmantel kaufen, ja. Erik. Ja. Gut, das war's. Das war's auch von dem Paar. Das war jetzt ein bisschen dumm, aber egal. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann und ciao. Euer V-Road. Tschüss.